Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde. Ich bin heute in Worms an der Friem. Vielleicht sagt das einem oder den anderen euch dieser Name von dieser Bach. Der Martin hat mich eingeladen. Er ist der Vorstand hier an dieser Strecke und ich bin froh, dass er mich eingeladen hat. Er war schon sehr erfolgreich in diesem Jahr, was große Fische angeht, aber mein Ziel ist Fisch heute 50er Bachforelle und vielleicht 40er, 30er Döbel, so richtig schwerer, fetter Döbel. Und was an der Bach alles gibt und wie es hier überhaupt aussieht, das erklärt euch der Martin selber natürlich am besten. Hallo, wir sind heute, wie gesagt, an der Friem, die entspringt im Donnersbergkreis da oben, Sippersfeld, und mündet in Worms in den Rhein. Und wir haben hier vom Verein, wir sind so ein Naturschutzverein, kann man sagen, haben auch das Fischereirecht dort, fischen sehr, sehr wenig hier. Und ich habe mich gefreut, dass der Juri mal mitkommt. Wir haben es ewig probiert, mal zusammen ins Wasser zu kommen. Jetzt hat es mal wieder geklappt. Und ja, die Friem ist so ein bisschen mein Diamant, muss ich sagen. Ich bin hier sehr viel unterwegs. Wir machen hier ganz viel. Wir reinigen viel. Wir setzen oder stellen Nistkästen und so weiter auf. Alles von unserer IGPP. Und ja, heute fischen wir mal hier auf Forellen und Döbel. Gucken, was geht. Und wir probieren auch heute mit meinem Blinker. Genau, ja. Wir versuchen die Sticky. Genau, die Sticky-Blinker vom Juri zu fischen. Und ich bin recht zuversichtlich, dass das Ganze klappt. Und ja, deswegen schauen wir mal, was noch geht. Ich freue mich schon. So Martin, ich bin wirklich gespannt, was uns heute erwartet. Ja. Das ist sehr schwer zugänglich, ne? Und wir befischen heute nur gezielte Plätze. Das ist diese Wasserschale, diese Sprudel, ne, Strudel. Oder die Rausche. Die Rausche. Also immer nach der Rausche, wenn Steine oder so liegen, ja, da werden wir fischen, ja, weil es da halt oft ausgespült ist. Hier, wo wir jetzt sind an der Friem, da kann die auch noch so ein bisschen auskolben. Ja. Da sieht man es gerade schön. Mhm. Und ich würde auch sagen, hier fischen wir mal weiter. Ja. Das ist einfach schöner als im Mein Wasser. Freund macht den ersten Wurf als Guide hier. Oh, das ist doch ein schöner Platz. Ja. Oh ja, oh ja. Oh. Hier stehen garantiert Fische. Garantiert. Ich weiß gar nicht, wo mein Freund Martin ist. Ich muss ihn suchen. Aber ich glaube, er ist hier unten. Ja, ja, ja. Oh. Ja, ich denke schon. Ja. 50er, hast du rausgeholt? Nein, aber ich überlasse es dir. Ich hab's nur gesehen. Ehrlich? Ja. Schön langsam, genau. Soll ich Drilling drauf machen? Du weißt doch, zweimal. Also hier hab's auch mit einem gefangen. Okay. Erster Wurf, direkt hinterher, kurz angetippt. Und ja. So ein goldener Fleck. Okay. Und zwar direkt darüber gemacht. Kamera ist an? Kamera ist an, mein Freund. Puh. Oh Mann. Ich hoffe, dass der Einzelhaken hält, diesen großen Fisch, Freunde. Ja. Oh. Okay. Geh mal dran. Ja, ich hab's wieder gesehen. Freunde, ich probiere es ummontieren auf einen Drilling, weil das ist doch ein sehr großer Fisch. Oh, Martin. So Freunde, probieren wir es noch einmal. Hoffen wir, dass der Fisch noch da steht. Ja, ich habe zwar konnte jetzt keinen Anschlag setzen, Freunde. Oh, Martin. Oh, oh, oh.
Wow! Jetzt liegt es an mir, Freunde, diesen Fisch auszudrillen. Ich hab da. Puh, ich gehe ans Wasser. Wow! Puh, ich muss mit der Bremse spielen. Ich lasse dem Fisch Zeit, weil ich konnte jetzt keinen richtigen Einschlag setzen, Freunde, wegen dem Baum hinter mir. Aber die ist wild. Oh mein Gott, Martin, ich danke dir. Gut, ich muss jetzt mal diesen Fisch rausholen. Oh, die will gar nicht an die Oberfläche. Wow, 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 die zieht weg, die zieht weg, die zieht weg. Oh, 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 oh. Ah, sie will unter das Ufer. Oh, mein Freund, du hast schon den Meter vorbereitet. Aber erstmal muss ich diesen Fisch rausholen. So knapp 50 hat sie. Wow! Ah, die hat locker 50. Ah, Juri, das ist dein erster Frimfisch. Oh, wow. Ah, jetzt geht jetzt wieder in die harte Strömung, Freunde. Wow! Ich ziehe den Fisch ins ruhige Wasser. Ja. Okay. Jawohl! Wow! Eingenetzt. Wow. Die hat bestimmt 60. Oh, wow. So, Freunde, ich gebe dem Fisch ein bisschen Sauerstoff. Oh, wow. So, wo soll man sie messen? Ja, wo soll man die messen? Und vor allem, wie machen wir das? Das ist jetzt verdammt schwer. Genau. Wir können es runterhalten. Ja, genau. Hinten hoch, warte mal, noch ein Stück. Nee, warte mal, wir machen direkt am Fisch, Martin. Genau, so können wir das machen hier. Ja. Also sie hat 50, wenn man den Fisch genau streckt. Ach. Ja, der Fisch hat 50. Danke dir. Gerne. Danke. So, Freunde, ich weiß nicht, ob man diesen Fisch sehen kann. Ich habe jetzt keinen Filter auf der Kamera. Aber schaut mal. Wahrscheinlich sieht man es nicht. Ein richtiger Albino oder Alpino-Karpfen. Da geht er gerade hoch. Hätte ich jetzt meine GoPro an der Stange, hätte ich können viel tiefer zeigen. Aber extrem fetter Albino-Karpfen. Wahnsinn. Okay, Freunde, wir düsen jetzt ganz schnell nach Hause. Was heißt nach Hause? Eigentlich zu Martin nach Hause. Ich kriege da eine neue Rolle, weil meine Rolle kaputt gegangen ist. Ganz schlecht. Die funktioniert nicht mehr richtig. Deswegen, wir düsen jetzt ganz schnell nach Hause. Zum Glück sind wir nur 15 Minuten entfernt von Martin sein Haus. Geht jetzt ganz schnell und danach gehen wir ans Wasser, um versprochene schöne Fische zu fangen. Da sind wir wieder zurück. Ich habe die Rolle getauscht. Allerdings ist das eine 3000er Rolle mit Z-Ticke. Ich glaube, das ist 016er Schnur. Wird sich bestimmt nicht einfach auswerfen. Aber ich bin froh, dass ich überhaupt noch eine da gehabt habe, weil meine ja kaputt gegangen ist. Wie gesagt, wir probieren zuerst hier noch zwei, drei Stellen, wo der Martin kennt. Und dann fahren wir weiter, gell? Wir können laufen. Wir können laufen, ja, okay. Da ist noch so ein perfekter Platz. Oh, hier steht garantiert ein Fisch, oder? Ich gebe keine Garantie. Okay, da gibt es keine Garantie. Aber der Platz ist gut. Oh, oh. Wie machen wir das hier? Boah. Also, Freunde, hier seht ihr, ne? Was ein Graben. Ich versuche den Martin von hier aus zu filmen. Komm, Martin, bringt mich bitte zu dem großen Döbel, 50er Döbel. Freunde, meine Waffe ist Flügelblinker, UV-aktiv. Martin hat sich für den Stick entschieden.
auch in Gelb. So. Da sind große Fische hier. Das Problem ist, wenn wir hier runtergehen, ist die Beine gerade schon links hoch. Da siehst du den großen, der dreht. Wow, wieder ein 50er. Wieder 50er. Ja, ja, ja. Da müsstest du aber noch weiter. Ja, ja. Ungefähr dort, wo der Wasser... Wo ja, ich probiere es, Wir haben jetzt 50er Döbel gesehen hier. Richtig große Döbel. Ich muss jetzt allerdings... Der Martin sagt, die sind extrem scheu hier. So, ich muss hier mir alles ein bisschen frei machen, falls die Attacke kommt. So, okay. Oh ja! Einer ist nachgelaufen, Martin. Einer ist nachgelaufen, aber hat aber abgedreht. Zweiter Wurf, keine Reaktion. Jetzt schwimmt er weg, er hat mich gesehen. Der Martin hat zwar gesagt, ich darf hier nicht ins Wasser gehen, sonst verscheue ich die ganze Fische. Aber ich probiere es trotzdem. Weil da sieht es gut aus. Hier sieht es gut aus. Ja, sieht richtig gut aus. Aber gar nichts. So, Freunde, wir müssen ganz vorsichtig sein und müssen uns ducken. Jawohl. Oh, du hängst gleich auf einem Stein. Ja, okay. Aber ich glaube, du hast ein bisschen Gras, Dreck am Haken. Puh, mein Puls ist gleich auf 160. Nein, 360 wollte ich sagen. Statt 180, 190. Oh Mann. Wie gesagt, falls der Blinker zu schwer ist, so. Falls es könnte fast noch ein bisschen schwerer sein. Ehrlich? Die Döbel weiter unten sitzen. Ja, dann probier's. Die nehmen noch nicht von der Oberfläche. Okay, dann probier's mal. Probier's mal von hier vielleicht. Kannst du besser auswerfen. Hm. Da steht der Martin, Freunde. Ich laufe ein Stückchen weiter. Sehr gute Stelle hier. Sau gut. So. Okay, aber hier ist alles flach. Aber trotzdem, ich riskiere hier. Auch wenn es so flach ist. Schade, 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 schade. So, Freunde, ich sehe wirklich nicht, wie tief hier ist. Die Stelle ist sehr, sehr gut. Ach, Mann. Die Stelle ist echt gut. Ja. Ja, ich komm. Martin hat Fisch. Da, Martin. Da. Der große Kescher. Hier. Ich hab's gesehen. Oh, das ist ein Döbel. Hol ihn raus. Oder ist das ein... Komm, ich helf dir. Wie blöd ist der da drauf? Ehrlich? Brutal? Blöd? Viermal? Also in einem Wurf?
Ich habe ihn von oben beobachtet. Schaut mal, Freunde, wie dick der Döbel ist. Das ist ja brutal. Echt brutal. Wow. Wow, wow, wow. Sonderglücklicher, jetzt erzähl mal was bisschen zu diesem Fisch. Ja, jetzt hat es endlich geklappt. Ich habe ungefähr zwei Fische stehen sehen. Und jetzt war es die ganze Zeit so, sobald was reingeplumpst ist, waren sie weg. Und der, wie blöd, reingeschmissen, dann ist er direkt drauf. Dann habe ich oben noch hier mit der Schnur gehangen. Dann habe ich den Köder mit der Hand weiter gestrippt. Ja, ja. Ist er als weiter. Und hier vor den Füßen hat er dann echt nochmal sich den rein verlaubt. Unglaublich. Und dann war's auch, hat er auch gut gehangen. Aber ja, schöne Größe für die Prim, kein Riese, aber ich bin zufrieden. Petri Hall, mein Freund. Danke, Hauptsache entschneidet. Oh Mann, ich wollte so ein bisschen Live-Piece von dir sehen, machen. Aber gut, vielleicht sehen wir ja noch, ne? Genau. Machen wir mal weiter. Unglaublich, unglaublich, ich sehe es. Unglaublich, unglaublich. Und das ist eine Bachforelle. Wo bist du? Hier, ich bin gleich bei dir. Ha? Ab? Nein, 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 siehst du, die hast du noch drauf. Die hast du noch drauf, mein Freund. Mach bitte langsam. Oh, spiel mit der Bremse. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, aber auf jeden Fall eine. Oh, was eine Bach! Und ich habe gerade da nebendran gestanden. Oh, die in der harten Strömung, ne? Puh, Kescher ist da. Kescher, mach du selber mit dem Kescher, ne? Weil ich will dich filmen. Puh. Bitte hol sie raus. Bitte hol sie. Oh. Achtung, Achtung, Achtung. Soll ich dir helfen, mein Freund? Oh, 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 oh. Oh Mann! Puh, ja gut, die hat über 40. Oh Martin! Der Sticky! Sticky in Gelb! Unglaublich! Der Sticky in Gelb! Und guck mal, direkt in der harten Strömung. Ja, hol sie raus! Oh, oh, nein! Komm, ich helfe dir! Ich helfe dir. Schaut mal, Freunde, den haben wir jetzt nicht gemessen, aber die müsste auch so um die 50 sein, ne? Knapp, ja. Knapp 50. Ja, die erste Forelle war größer. Und wieder ohne Live-Biss. Jetzt sag bitte was dazu. War das der erste Wurf? Ja, das war hier letzte Stelle eigentlich vorm Auto. Ja. Die haben wir auf dem Hinweg verpasst. Ich habe sie von oben nicht gesehen, weil alles so grün ist. Und ja, jetzt nochmal versucht. Wunderschöner, bulliger Fisch. Extrem bullig, ja. Hier hinten noch schöne rote Punkte. Ja, also. Ich habe so Angst gehabt, dass sie bei dir abgeht. Ich nicht. Oh Mann. Aber die haben gut, ne? Die hingen super. Oh. Und, ja, alles gut. Hier nochmal. Wow. Wow, wow, wow. Unser Angeltag ist zu Ende. Wir machen jetzt Schluss. Weil es doch ein bisschen spät geworden ist. Es war nicht einfach. Es war wirklich nicht einfach. Für mich als Neuling dazu noch. Wie gesagt, ich habe einen wunderschönen Fisch gefangen. Gut, der Martin hat mir das überlassen. Er hat diese Bachforelle eigentlich dort gesehen. Und hat gesagt, Juri, komm, probierst du mal. Und ich habe sie doch noch rausgeholt. Sonst wäre es heute 3:0. Na? Martin hat zwei Fische. Ich habe nur eine Bachforelle. Aber wie gesagt, es war trotzdem genial. Wie fandest du es den Tag? Tag heute war anstrengend, wir sind viel gelaufen. Fische haben wir viele gesehen, vor allem die Döbel, große Döbel. Aber es ist so ein bisschen verflixt hier. Forellen sitzen nicht so viele. Wenn man sie findet, hat man gute Chancen, sie zu fangen. Aber wenn, dann auch über 40, ne? In der Regel, ja. In der Regel über 40 cm. Weiß ich nicht, ob da vielleicht auch der Kormoran dran schuld ist. Mhm. Aber Döbel haben wir massig gesehen, richtig große, dicke U-Boote. Zwei Barben.
zwei Barben, richtig, als Novum dieses Jahr. Ja, aber die zu überlisten ist wirklich schwierig. Also was die wollen, da blicke ich sehr. Ja, wie fandest du es heute? Also du bist ja öfter alleine hier unterwegs. Neues zu zweit, was schlechter oder... Ja. Oder wie war es heute? Also es war ein durchschnittlicher Tag, denke ich. Was mich so wundert, dass so richtig typische Stellen, die wir angefischt haben, dass da gar nichts sitzt. Typische Forellenstellen. Forellenstellen, richtig. Ja. Aber die Döbel kommen normalerweise erst noch später im Jahr. Heute ist ja, dieses Jahr ist ja alles so ein bisschen nach hinten versetzt. Ja, ja. Dann denke ich mal, wird es da auch besser. Allerdings beißen dann auch häufiger Kleine. Genau. Wir haben heute Ende Mai und wir haben heute 13 Grad noch. Ne? Also ja. Es ist richtig kalt, richtig kalt. Ja. Sollen wir irgendwann mal probieren auf Döbel mit Naturköder? Was denkst du? Ich denke, das ist wirklich die Lösung, weil wir haben ja alles Mögliche präsentiert, also entweder mit der Fliege oder mit Naturköder. Ja, ja. Solche Sachen, die da ganz entweder natürlich oder klein sind, genau. Das denke ich mal, kann den Erfolg. Und wie bist du vom Sticky Blinker? Was für Meinung hast du über diesen Blinker? Der Sticky finde ich jetzt ernsthaft für die Prim nahezu perfekt, weil er sich für die Strömung wunderbar führen lässt. Okay, ja, also die Fische haben, wenn sie da waren, darauf reagiert. Manchmal habe ich gedacht, wird vielleicht ein normaler Spinner auch tun. Ja. Aber heute haben wir es damit versucht und ich bin zufrieden. Drei Fische, ne? Drei Fische, alles mit dem Sticky, genau. Gelb und Orange. Was will man mehr eigentlich? Ne? Genau, so ist es. Und in diesem Sinne, Freunde, verabschieden wir uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Alles Gute, ciao, ciao.